Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Book of Unwritten Tales 2. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, die verschwundene Bibliothek haben wir nun entdeckt durch den Kamin. Allerdings stimmt hier irgendwas nicht, denn die Bücher scheinen nicht so allwissend zu sein, wie sie sein sollten. Vielleicht ist auch das genau das, was Remy meinte, als er meinte, wir sollen nach merkwürdigen Dingen Ausschau halten. So, und wir müssen es natürlich auch wieder hinkriegen, dass die Bibliothek in der Schule auch wieder auftaucht. Schauen wir uns hier doch mal um. Ob die Bücher schon immer lebendig waren? Oder wurden sie durch diesen Ort zum Leben erweckt? Und sollten Bücher nicht schrecklich kluge Geschöpfe sein? Warum sind diese hier so einfältig? Das ist seltsam. Die Schrift ist ganz blass und unscharf. Es ist fast so, als ob... Ja? Ich muss mich erst an lebendige Bücher gewöhnen. Diese Wand, dieser Bogen. Es sieht aus, als gehöre hier eine Tür hin, aber da ist nur eine kalte Steinmauer. Okay. Es ist fast, als hätte sich dieser Raum vor der Welt versteckt. Oder wurde er vergessen? Diese Wand? Ja, okay. Haben wir einen Zettel liegen? Ach so, hier vorne in ein der Nase. Ein Zettel? Das ist ein Zauberspruch. Ich glaube sogar... Ja, es ist der Feuerzauber. Der wichtigste Spruch für Zauberer. Endlich habe ich ihn. Okay. Das ist schon mal nützlich. Leer. Alles, was da mal drin gewesen sein könnte, scheint über den Schreibtisch verteilt zu sein. Ich brauche Holz für den Kamin. Und bevor ich Bücher oder ein Regal verbrenne, nehme ich lieber etwas, das niemand zu benutzen scheint. Eine Schublade. Okay, die können wir ja schon mal in den Kamin schmeißen. Davon sollte Direktor Bloch lieber nie erfahren. Muss er ja nicht. Und dann brauchen wir noch mal... Ein oder zwei leere Blätter aus meinem Notizblock sollten reichen. Okay. Was haben wir da? Ein Zierdeckchen. Wenn es hier nicht so unheimlich wäre, könnte die Bibliothek ein richtig schöner Ort sein. Ich glaube, früher war sie das einmal. Zierdeckchen sieht man sonst nicht in der Schule. Ein fein gearbeitetes weißes Zierdeckchen. Unnütz, aber hübsch. Was sollen wir damit? Naja, wir haben es erstmal. Der Schreibtisch sieht nicht aus, als sei er für lesende Schüler gedacht. Er könnte dem Bibliothekar gehört haben. Und wenn ich mir so die Werkzeuge ansehe, könnte ein großer Teil seiner Arbeit in der Pflege und Reparatur von Büchern bestanden haben. Oh, hier haben wir einige Sachen. Leuchtquallen überleben normalerweise nur einige Jahre, wenn sich niemand um sie kümmert. Vielleicht haben die Bücher sie gefüttert, damit sie hier nicht völlig im Dunkeln hocken müssen. Wäre das nicht schrecklich, in einer Bibliothek eingeschlossen zu sein und nicht genug Licht zu haben, um all die wundervollen Bücher um einen herum lesen zu können? Oh, dieses Buch ist in einem mehr als schlechten Zustand. Es ist aus dem Leim gegangen und mehrere Seiten fehlen. Hier liegt eine der Seiten. Ich stecke sie ein. Sind das die Seiten, die wir hier haben? Noch fehlen ein paar Seiten. Aber wenn ich Glück habe, finde ich alle und habe damit ein Buch gerettet. Wäre natürlich gut. Wenn ich das Buch reparieren könnte, würde das die anderen Bücher vielleicht davon überzeugen, dass ich es gut mit ihnen meine. Ich müsste dafür die fehlenden Seiten zusammennähen und dann mit dem Buchrücken verleimen. Dumm, de du, de lüt. Hä? Weißt du etwas über Buchreparatur?
Ich weiß alles. Man muss die Seiten zusammennähen, oder? Immer so ein paar Blätter. Korrekt. Die sogenannten Lagen. Und diese Lagen werden dann in das Buch geklebt. Korrekt. Man benötigt dafür Weizenstärke-Kleister. Den habe ich nicht. Alternativ können auch alchemistisch hergestellte Klebstoffe oder einige Naturprodukte, wie zum Beispiel Trollrotz, verwendet werden. Trollrotz? Korrekt. Trollrotz bildet die Grundlage vieler Industrieklebstoffe. Danke für diese wertvolle und etwas eklige Information. Haben wir denn schon genug Seiten, dass wir es zusammennähen können? Ja, ich könnte die Seiten später zu einer Lage vernähen. Aber noch habe ich nicht alle Seiten beisammen. Okay. Trollrotz. Bäh. Das ist das sechste Blatt. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch eins. Wenn ich das Buch reparieren könnte, ich müsste dafür die fehlenden Seiten... Naja. Das sechste Blatt, aber das... Nee, die Blätter. Ich könnte die Seiten später zu einer Lage vernähen. Aber noch habe ich nicht alle Seiten beisammen. Okay, und die müssen wir dann hier einkleben. Wir haben hier aber noch nicht alles geguckt, oder? Hier haben wir auch noch Bücher. Die Bücher haben sich in die Regale zurückgezogen. Ich kann nicht sagen, welche von denen mich angegriffen haben. Hört mal, ich will euch nichts tun. Ich habe euch gesucht. Ihr sollt samt der Bibliothek zurück in die Schule kommen. Es will weggehen. Es macht uns Angst. Aber ich tue euch doch nichts. Wie kann ich das nur beweisen? Weg, weg! Habt ihr die Bibliothek verschwinden lassen? Wisst ihr, wie man sie wieder auftauchen lassen kann? Es soll uns in Ruhe lassen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Eine Hand wäscht die andere. Es will uns waschen, damit das letzte bisschen Tinte verwischt. Oh! Oh! Ah. Nein, ich... Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Ich muss Ihnen beweisen, dass ich Ihr Freund bin. Ja, dafür müssen wir das Buch zusammennähen, aber eine Seite fehlt ja noch. Ich glaube, da oben geht die Bibliothek noch weiter. Man kann kaum etwas erkennen, weil es so dunkel ist. Und ich sehe auch keine Leiter oder Treppe, die dort hinaufführen würde. Wenn der Bibliothekar nicht gerade ein Tier, ich meine, ein Affe war, weiß ich nicht, wie er dort hinaufkommen sollte. Ich dachte, in der Schule gäbe es nicht sonderlich viele Bücher. Kein Wunder, sie sind alle hier. Je nachdem, was sich noch hinter den Durchgängen befindet, könnte das hier leicht die größte magische Bibliothek des Landes sein. Okay, mit den Büchern reden. Vielleicht wissen Sie, wie man die Bibliothek wieder in der Schule erscheinen lässt. Vielleicht wissen Sie es nicht. So oder so. Solange Sie mir nicht vertrauen, bekomme ich gar nichts aus Ihnen heraus. Auf den Schreibtisch nochmal gucken. Wenn ich das Buch repariere, ich wüsste dafür... Eine Seite fehlt, wissen wir. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Wir haben ja auch noch Pulver, Feuerzauber. Ignifaxius Ignisfero. Langsam habe ich den Dreh richtig raus. Was hat es getan? Es hat den roten Fresser gerufen. Und Reisepulver? Das war der Rest des Kaminreisepulvers. Aber ich glaube, es hat gereicht. Da kommen wir jetzt auch wieder da rein. Ja. Uns fehlt noch eine Seite. Wo könnte die sein? Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Ja. Ich war in der Bibliothek. Sie ist in Ordnung. Mehr oder weniger. Tatsächlich? Wo ist sie? Naja, es ist nicht ganz einfach hineinzukommen. Man braucht ein bisschen Magie. Das ist inakzeptabel.
Die Bibliothek ist ein Raum wie jeder andere auch in diesem Gebäude. Und sie muss damit leben, dass Personal und Schüler sie auf konventionelle Art betreten wollen. Durch die Tür. Aber wie... Es ist mir egal wie. Holen Sie den Raum zurück, Professor. Dann kann ich auch endlich dieses lose Blatt hier dahin zurückbringen, wo es hingehört. Ja, gib mir das lose Blatt doch. Was ich noch wollte... Dieser Zettel, den Sie da haben, er sieht aus wie eine Buchseite. Ja, so scheint es. Es handelt sich um einen unvollständigen Reisebericht. Der Reisende, offenbar ein Forscher, erzählt von einem Land namens Laputa. Dort sollen alle Künste, Wissenschaften, Sprachen und Handwerke auf eine neue Grundlage gestellt werden. Sehr spannendes Konzept, aber leider unvollständig. Wenn Sie mir die Seite geben, könnte ich vielleicht das dazugehörige Buch für Sie finden. Keine schlechte Idee. Ich brauche die gesamte Geschichte. Ich bin sicher, alles nimmt ein gutes Ende und kann als Vorbild für uns dienen. Hier, nehmen Sie. Sehr gern. Sehr gut. Können wir die ja wieder zusammennähen. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Das will ich meinen. Ja, mach in doch. Ordnung. Ich nähe die 7 zusammen. Geschafft. Eine schöne neue Buchlage. Die müssen wir jetzt mit Rollrotz kleben. Kann der Troll hier mal in das Zierdeckchen rotzen? Wir gehen mal nach vorne und schauen. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Und das ist doch gut so. Guck mal hier, ist das nicht schön? Hässlich. Das stimmt nicht. Ich habe es von meiner Großmutter. Es ist ein Erbstück, das mir viel bedeutet. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Ha, ich habe dich reingelegt. Ich wollte, dass du in das Tuch reinschneuzt. Oh, wow, du bist so toll, Spinner. Okay. Damit können wir das Buch reparieren und vielleicht vertrauen uns nun die Bücher der Bibliothek. Der Bibliothek. Tiki. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht. Gut, also klebriger Trollrotz. Besser, ich schmiere den Kleber in den Buchrücken. Die Gefahr, dass einzelne Seiten zusammenkleben oder alles verschmiert, ist sonst zu groß. Okay, dann ab dafür. In Ordnung. Ich schmiere etwas Trollrotz in den Buchrücken. Und dann klebe ich die Lage vorsichtig ein. Das war's. So gut wie neu. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Während ich auf dem Rücken lag, bemerkte ich, dass meine Arme und Beine festgebunden an dem Boden hafteten. Dasselbe war mit meinen sehr langen und dicken Haaren der Fall. Auch fühlte ich mehrere kleine Binden am ganzen Leibe, von den Achselhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne war sehr heiß und ihr Licht blendete meine Augen. Du kannst mich lesen. Na, natürlich. Du bist sogar eines meiner Lieblingsbücher. Lies weiter. Du meinst, ihr könnt... Bücher können nicht lesen. Wir müssen gelesen werden. Wenn man nicht aus uns liest, verblassen unsere Geschichten
und wir vergessen, wer wir sind. Oh, das ist sehr traurig. Ich würde euch gerne allen helfen, aber ich habe noch so viel zu tun und ich kann euch unmöglich alle lesen. Bücher lesen ist uralte Magie. Man kann fremde Orte, die Vergangenheit und die Zukunft bereisen. Was bedeutet das? Für ein gutes Buch ist immer Zeit. Also gut. Mit wem wollen wir anfangen? Ich nehme mich! Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit. Es war das Zeitalter der Weisheit, es war das Zeitalter der Torheit. Das war toll! Das werde ich so bald wie möglich wiederholen. Na, wie habe ich das gemacht? Und wie lange war ich weg? Nicht lang genug. Okay, die Bibliothek ist wieder da. Das ist doch schon mal gut. Dann haben wir auch das gelöst. Das Leben ist endgültig in diese Bibliothek zurückgekehrt, wie es scheint. Naja. Aber hier haben wir vergammelte Bücher. Oh, was ist denn mit diesen Büchern passiert? Eine traurige Geschichte. Das undichte Dach ist ihnen zum Verhängnis geworden. Vielleicht kann ich sie reparieren. Da kommt jede Hilfe zu spät. Ganz recht. Deswegen sollte man ihnen helfen, bevor sie kaputt gehen. Ach, er schon wieder. Das hatten wir doch schon. Der Bücherfreund hat keine Zeit für Albernheiten. Zeit ist irrelevant. Du bist irrelevant. Die Bücher sind kaputt und wir können nichts daran ändern. Was will das Buch denn von uns? Hallo? Wilbur, ich habe lange auf dich gewartet. Du hast auf mich gewartet? Natürlich, viele Jahre, seit damals. Ich kann mich nicht daran erinnern, dir schon mal begegnet zu sein. Bist du ja auch nicht. Doch, natürlich. Viele Jahre in der Vergangenheit. Es ist nur noch nicht geschehen. Wer bist du? Nenn mich Albert. Albert, das Buch der Zeitreisen. Oder wahlweise Albert der Wirrkopf. Ich weiß alles, was es zum Thema Zeitreisen zu wissen gibt. Kapitän Nate ist in der Zeit zurückgereist. Er hatte ein Amulett vom Erzmagier. Aber unser verwirrter Freund da meint, man könne ganz ohne Magie in der Zeit herumreisen. Nur in die Vergangenheit. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Schon mal das Wort Paradoxon gehört? Wenn es möglich wäre, könnten wir die armen Bücher davor retten, durchgeweicht zu werden. Und wie genau soll das deiner Meinung nach funktionieren? Zeitreisen ohne Magie, meine ich. Nun, wie alle Reisen mit Büchern funktionieren. Du liest über eine Zeit, stellst sie dir genau vor und dann schwupps bist du da. Schwupps, talala, so einfach ist das. Es funktioniert. Würde es nicht funktionieren, hätte ich nie etwas von dieser Methode erfahren. Es kann nicht schaden, wenn ich es mal versuche. Schick mich in die Vergangenheit. Bist du dir ganz sicher? Die Vergangenheit ist ein seltsamer Ort. Erzähl mir davon. Also gut. Hör zu. Und die Welt war dieselbe und doch anders. Was ist das hier? Okay. Abgesehen davon, dass alles so seltsam aussieht, hat sich in der Bibliothek nicht viel geändert. Es gibt ein paar Bücher mehr und dafür etwas weniger Staub. Das ist alles. Abgesehen davon, dass es gibt ein paar... Auch in dieser Zeit gibt es vom Bibliothekar keine Spur. Mich würde schon interessieren, wie der Rest der Schule in dieser Zeit aussieht. Aber ich bin nur hier, um die Bücher zu retten. Und in meiner Zeit gibt es noch mehr als genug andere Dinge zu erledigen.
Hallo, könnt ihr immer noch sprechen? Was heißt hier immer noch? Wir konnten schon immer sprechen. Wir sind lebendige Bücher. Und du bist? Wilbur. Aus der Zukunft. Okay, aber da ist doch auch das Zeitreisebuch, das blaue hier, oder nicht? Sagt einmal, warum sieht hier plötzlich alles so seltsam aus? Seltsam? Wieso seltsam? Es sah hier noch nie anders aus. Doch, in meiner Zeit ist alles viel schärfer und detaillierter, irgendwie. Doch, in der Zukunft ist also alles schärfer. Ja, und ich bewege mich irgendwie auch ganz komisch. Hast du in letzter Zeit einen harten Schlag auf den Kopf bekommen, junger Freund? Vielleicht solltest du einen Medikus aufsuchen. Die Bücher dort in der Ecke, sind sie schon lange vergammelt? Eine tragische Geschichte. Vor einigen Jahren sollte jemand ein Loch im Dach reparieren, tat es aber nicht. Deswegen bin ich hier. Ich bin wohl nur nicht weit genug in der Zeit zurückgereist. Kann ja mal passieren. Ein Buch über Zeitreisen hat mich hierher geschickt. Wo ist es? Es hat nicht aufgehört, über seine dummen Zeitreisen zu sprechen. Wir haben dafür gesorgt, dass es endlich den Deckel hält. Ich werde mich hier noch ein wenig umsehen. Ganz wie du willst. Da ist es doch. Befreie das Zeitreisebuch. Einfach ein Buch unter seinesgleichen zu begraben. Also wirklich. Nicht sehr nett, was die anderen mit dir gemacht haben. Bücher sind sehr konservativ. Wenn man einmal etwas in sie hineingeschrieben hat, sind sie nur schwer, von etwas anderem zu überzeugen. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin wirklich hier. Das lässt sich nicht bestreiten. Aber was hat funktioniert? Die Zeitreise. Du hast mich in diese Zeit zurückgeschickt. Ich habe... Es hat... funktioniert? Es hat funktioniert. Ich habe es immer gewusst. Schick mich noch ein paar Jahre in die Vergangenheit. Wie geht das? Das hier ist eine magische Bibliothek. Du erzählst mir von der Vergangenheit und ich stelle sie mir genau vor. Ich verstehe. Also gut. Vor ein paar Jahren sah es hier noch ganz anders aus. Das ist doch... Hallo? Hallo? Psst. Das hier ist deine Bibliothek. Warum schreist du ja so herum? Aber das ist es ja. Ich kann mich nicht hören. Wie meinst du das? Du kannst dich nicht hören. Die Wörter, die ich sage. Ich bin stumm. Albernes Gerede. Wenn du stumm wärst, wie könnten wir beide uns dann miteinander unterhalten? Ich weiß nicht. Okay, hier haben wir die Werkzeugkiste. Eine Werkzeugkiste. Endlich eine Spur des unzuverlässigen Handwerkers. Abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Hey, ihr seid heile. Warum sollten wir nicht heile sein? Wegen des Lochs in der Decke. Es wird durchregnen und ihr werdet nass. Ach, darum wird sich schon jemand kümmern. Ich sehe die Leiter und das Werkzeug, aber ich sehe keinen Handwerker. Oh, er ist nur kurz rausgegangen, etwas holen. Er kommt nicht zurück, da bin ich mir ziemlich sicher. Wieso? Im Frühjahr ist es erst 5 Jahre her, dass er verschwunden ist. Irgendwann in den nächsten 20 Jahren schafft jemand auch die Leiter und das Werkzeug hinaus. Ihr seid dann schon vergammelt. Na hör mal, so etwas sagt man aber nicht zu alten Büchern und wir haben bestimmt noch das ein oder andere Jahrhundert vor uns. Ich komme aus der Zukunft und ich sage euch, ihr befindet euch in schrecklicher Gefahr. Ach, ihr jungen Leute müsst immer über alles überdramatisieren. Aber kaum liegt man ein paar Jahre hier, soll man schon wieder woanders hin. In der Ruhe liegt die Kraft, mein hektischer Freund. Aber das Dach, das Loch, Wenn ihr euch nur ein Stück zur Seite bewegt, bleibt ihr heile. Ihr müsst einfach nur ein Stückchen zur Seite rutschen, dann kann euch das Wasser nichts antun. Wir sind zu alt, um uns zu bewegen.
Außerdem ist das hier unser Platz. So wichtig kann der Platz doch wohl nicht sein, vor allen Dingen, wenn es um euer Leben geht. Nicht so wichtig? Dieser Platz hat genau den richtigen Abstand zum Kamin, um schön warm zu sein, aber nicht zu warm. Im Sommer treffen sich hier zwei Luftströme von da und dort und wir haben den ganzen Raum gut im Blick, ohne uns ständig drehen zu müssen. Wir bleiben genau hier, es ist unser Platz. Ich komme gleich wieder. Wir bleiben hier. Ja, das ist ja das Problem. Die Leiter, was haben wir hier nochmal? Je weiter man in die Vergangenheit reist, desto spartanischer scheint alles zu werden. Dieser Zeit gab es wohl kaum nur eine Handvoll Farben. Verrückt. Was würde wohl passieren, wenn ich immer weiter in die Zeit zurückreisen würde? Würde ich mich dann irgendwann einfach auflösen? Die Leiter führt bis zu einem Rundgang dort oben. Von dort kann man vermutlich das Dach erreichen. Ohne Dachpappe oder etwas in der Art kann ich das Dach nicht flicken. Die Werkzeugkiste ist abgeschlossen und vom Handwerker fehlt jede Spur. Oh Gott. Da bist du ja wieder. Du hättest mich warnen können, dass man sich in dieser Zeit nicht reden hört. Das ist ziemlich irritierend. Kennen wir uns? Du bist doch das Zeitreisebuch. Ich? Nein, der Bibliothekar hat mich gerade erst gebunden. Wo steckt der Bibliothekar? Ich habe schon viel von ihm gehört. Oh, er liefert einige frisch gebundene Bücher aus, für die Magier im Turm. Er ist die Wände hochgeklettert wie ein Affe, wobei er natürlich kein Affe ist. Ich kenne dich aus der Zukunft, du bist ein Buch über Zeitreisen. Ich weiß, was dein Thema sein wird. Zeitreisen. Zeitreisen? Klingt ziemlich verrückt. Ja, aber es funktioniert. Zumindest an diesem Ort. Du hast mich hierher geschickt. Ich? Habe dich im... Du bist das einzige Buch, das sich damit auskennt, was allerdings auch so einige Probleme mit sich bringt. Ja, aber Zeitreisen. Ich werde alles darüber lernen. Die Worte werden nur so auf meine Seite fliegen und jeder wird in mir lesen wollen, denn nur ich kenne mich damit aus. Juhu. Aber halt. Wie komme ich denn jetzt... Verdammt, jetzt stecken wir hier fest. Hallo? Was ist denn nun schon wieder? Kennt ihr euch vielleicht mit Zeitreisen aus? Es könnte sein, dass ich ein klein wenig in dieser Zeit feststecke. Tun wir das nicht alle? Nun ja, aber ich würde gerne wieder zurück in meine Zeit. Wir auch. Früher war alles besser. Schau dir doch den ganzen neumodischen Kram hier an. Die Jugend kümmert sich nur noch um bunte Bilder und überall diese fürchterliche Musik. Früher war das anders. Da hat man noch gelesen. Kannst du mir von dieser Zeit erzählen? Natürlich. Es war alles ganz wunderbar. Du befindest dich in einer hell erleuchteten Bibliothek. Vor dem hell erleuchteten Kamin schläft ein dicker Mann in Latzhose. Der Geruch von Alkohol steigt dir in die Nase. Ja, das waren so die ersten Text-Adventure. So sahen die ersten Adventure aus damals in den 80ern. So, betrachte die Bibliothek. Du schaust dich aufmerksam um. Keine Leiter, keine Werkzeugkiste. Dafür eine Rolle mit Dachpappe. Ich habe das Gefühl, der Handwerker ist nicht allzu gut organisiert. Nimm die Dachpappe. In Ordnung. Du nimmst die schwere Rolle Dachpappe und steckst sie ein. Da war auch noch was mit einer Weinflasche. Nimm eine Weinflasche. Die Flaschen sind leer. Ich brauche keine leeren Flaschen. Volle allerdings auch nicht. Betrachte den Handwerker. Ein schnarchender Mann mit 3-Tage-Bart in einer dreckigen Latzhose. Neben ihm liegen einige leere Weinflaschen. Um den Hals hat er einen Lederriemen mit einem Schlüssel hängen. Betrachte den Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel wie von einem Vorhängeschloss. Der Mann trägt ihn an einem dünnen Lederriemen um den Hals. Nimm den Schlüssel. Du versuchst, den Knoten des Lederriemens zu lösen, doch er ist zu stramm, um ihn zu lösen. Ich bekomme den Knoten nicht auf und über den Kopfstreifen kann ich den Riemen auch nicht. Ich komme nur gerade so ran.
Wir haben noch den Zauber. Benutze Lasche öffnen Zauber mit dem Lederriemen. Du holst deinen Zauberstab hervor und vollführst beeindruckende Magie. Der Knoten im Lederriemen um den Hals des betrunkenen Mannes öffnet sich. Der Schlüssel rutscht vom Riemen und bleibt auf dem dicken Bauch des Mannes liegen. Nimm den Schlüssel. Du nimmst den Schlüssel vom dicken Bauch des Mannes und hältst ihn triumphierend in der Luft. Ich habe ihn. Betrachte die alten Bücher. Du betrachtest die alten Bücher, die noch genauso auf ihrem Platz liegen, wie sie es in der anderen Zeit taten. Wie zu erwarten, sie sind Teile und haben sich kein Stück bewegt. Rede mit den alten Büchern. Hallo? Wer bist du denn? Ein Gehilfe des Dachdeckers? Könnte man so sagen. Der Handwerker ist mit dem Dach noch nicht weit vorangekommen, wie es scheint. Er hat heute die Rolle Dachpapier reingeschleppt, guter Mann. Guter Mann? Warum arbeitet er nicht weiter? Heute? Ihr jungen Leute, habt es immer so eilig und dann wird alles immer nur schnell, schnell gemacht. Aber es wird wenigstens gemacht. Ach, der Handwerker weiß, dass man mit Ruhe und genauer Planung letztendlich zu einem besseren Ergebnis kommt. Sah es hier schon immer so aus? Wie sollte es sonst aussehen? Naja, bunter und mehr zum Sehen, weniger zum Lesen. Warum sollte man Dinge sehen wollen, anstatt darüber zu lesen? Wie willst du den lieblichen Duft von Jasmin an einem Frühlingsmorgen sehen? Oder sehen, dass ich dir nicht vertraue, weil du dieselbe Art von Mütze trägst wie ein Lehrer, der mich vor Jahren einmal fallen gelassen hat. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man auf all das verzichten sollte. Ich komme gleich wieder. Wenn es sein muss. Betrachte den Schlüssel, ein kleiner Schlüssel wie von einem Vorhängeschloss. Okay. Benutze die Bibliothek? Ich weiß nicht, wie ich das benutzen soll. Okay, rede mit mir selber. Das ist mehr als unheimlich. Die Welt besteht aus nicht mehr Buchstaben. Besteht aus nicht mehr Buchstaben und irgendwelchen Symbolen. Eins weiß ich genau, ich werde nicht noch weiter zurückreisen. Ja, wir müssen wieder in die Zukunft. Rede mit den alten Büchern. Hallo? Du schon wieder. Ich müsste mal in die Zukunft reisen. Was willst du denn da? Keine Zeit zu streiten. Hör zu. Okay. Wir haben jetzt den Schlüssel. Können die Werkzeugkiste öffnen? Jede Menge Werkzeug. Gebrauchen kann ich davon nur den Hammer. Pupp. Steigt die Leiter empor. Wenn ich die Dachpappe einfach nur aufs Dach lege, wird sie beim ersten Sturm wegfliegen. Ich muss sie irgendwie befestigen. Wir haben noch einen Hammer. Wir brauchen auch Nägel, oder? Oh Gott, wo finden wir die denn jetzt? Mehr als genug Dachpappe, um ein kleines Loch in der Decke zu flicken. Gut, dann sollten wir vielleicht nochmal in die Vergangenheit reisen. Und gucken, ob wir da irgendwo Nägel finden. Ja, das kennen wir ja schon. Betrachte den Handwerker. Ein schnarchender Mann mit 3-Tage-Bart in einer dreckigen Latzhose. Neben ihm liegen leere Weinflaschen. Betrachte die alten Bücher. Du betrachtest die alten Bücher, die noch genauso auf ihrem Platz liegen, wie sie es in der anderen Zeit taten. Wie zu erwarten, sind sie heil und haben sich kein Stück bewegt. Wie kommen wir denn jetzt an Nägel? Nimm eine Weinflasche. Ja, wollen wir ja nicht. Rede mit dem Handwerker. Hallo? Hallo Sie? Der schlafende Mann lässt nur einen kurzen Grunzer hören und du bist dir nicht sicher, ob der überhaupt dir galt. Hey, aufwachen, du musst das Dach reparieren. Der Mann reagiert nicht, er schläft tief und fest. Benutze den Feuerzauber mit dem Handwerker. Mit dem Kamin?
Im Kamin brennt bereits ein Feuer. Ah, Mann, was machen wir denn jetzt? Ja, das haben wir schon gelesen. Den haben wir doch schon genommen, den Schlüssel. Rede mit der Bibliothek. Hallo, ist da jemand? Du lauschst aufmerksam, doch kein Geräusch ist zu hören. Es ist so leise wie in einer, nun ja, in einer Bibliothek. Dann reden wir mal mit den alten Büchern. Wir sollen nochmal in die Zukunft. Ja, ja. Hör zu. Okay. Wir brauchen irgendwie noch Nägel. Habe ich vielleicht in der Zeit davor irgendwas vergessen? Ich würde dir gerne von der Zukunft erzählen. Kein Interesse. Aber ich muss, ich erzähle von einer Zeit oder mir wird davon erzählt. Dann wird alles dunkel und wenn es wieder hell wird, bin ich in der Zeit. Humbug. Also in der Zeit, von der ich spreche, gibt es mehr Farben als hier. Nicht viel mehr, aber zumindest ein wenig. Jetzt hören wir uns noch wieder, oder? Hier liegen ein paar Nägel mit breiten Köpfen herum. Vielleicht um Bücher mit Holzdeckel zu vernageln? Ich nehme ein paar mit. Die haben wir vorhin übersehen. Okay, dann müssen wir jetzt wieder in die Vergangenheit. Hi. Wie kann ich behilflich sein? Schick mich noch ein paar Jahre in die Vergangenheit. Also gut. Und nochmal weiter in die Vergangenheit? Nein, nee, müssen wir nicht. Ich komme gleich wieder. So, jetzt haben wir doch alles. Oder nicht? Also los. Später. Das war's. Das Loch ist geflickt. Die Bücher sind gerettet. Ganz toll. Meinst du das sarkastisch? Das ist immer schwer zu sagen, wenn man keine Stimmen hört. Nein, echt super. Ich habe euch das Leben gerettet. Ihr solltet mich nicht verschaukeln. Und das habe ich empört gesagt. Du bist ein Held. Okay. Ich habe diesen Büchern das Leben gerettet und trotzdem machen sie sich nur über mich lustig, glaube ich zumindest. Naja, die gute Tat sollte Dank genug sein, trotzdem hätte ich mir etwas Anerkennung gewünscht. Hier, ihr Bücher, hört meinen Bericht über eine Zeit, die da noch kommen wird. Ich mag keine Science-Fiction. Dort gibt es eine zusätzliche Dimension, wir nennen sie die dritte Dimension. Was ist das? Lieber Wilbur. Hey! Eine Nachricht des Zeitreisebuchs. Kurz nachdem du in deine Zeit zurückgereist bist, habe ich die Bibliothek verlassen. Es gibt da draußen viel zu entdecken. Zeitreisen müssen doch auch ohne Magie und außerhalb einer magischen Bibliothek möglich sein. Meinst du nicht? Ich möchte mich für alles bedanken, Bücherfreund. Dafür, dass du die griesgrämigen Bücher gerettet hast. Vor allem aber dafür, dass du mir ein Thema... mehr noch eine Leidenschaft gegeben hast. Nimm als Dank mein Geschenk. Möge es deinen klugen Kopf stets trocken halten. Wow! So ein schicker Hut. Und dafür gab es auch einen Erfolg. Ich weiß auch gar nicht, ob wir dieses Zeitreiserätsel hier wirklich lösen müssen, ob das überhaupt storyrelevant ist. Alt, aber nicht vergammelt. Ob sie sich überhaupt daran erinnern, dass ich sie gerettet habe? Sie wissen nicht, dass sie ohne meine Hilfe vergammelt wären. Für sie ist das nie passiert. Das Feuer ist nun wieder ein ganz normales Feuer. Ich weiß nicht, wie lange ich davor gesessen und gelesen habe. Es müsste eine lange Zeit gewesen sein. Und doch ist sie wie im Fluge vergangen. Ich glaube, für den Troll und die anderen war ich nur ein paar Minuten weg.
Haben wir noch ein Buch, das wir betrachten können? Da meinten die das Buch hier. Was ist das hier? Gesetze Aventasiens. Hallo, bist du lebendig? Du beißt mir doch nicht die Finger ab, wenn ich dich aufschlage, oder? In Bracken ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen. In Belzine ist es Frauen verboten, einen falschen Schnurrbart zu tragen, wenn dieser Tempelbesucher zum Lachen verleiten könnte. Seltsame Gesetze. Was haben sich unsere Gesetzesgeber sonst noch so einfallen lassen? In Schindulla ist es Männern wie Frauen über 18 Jahren gesetzlich untersagt, ihren Mund zu einem Lächeln zu öffnen, wenn dabei mehr als ein fehlender Zahn sichtbar wird. So einen Unfug kann sich doch niemand ausdenken. Das sind die albernsten Gesetze, von denen ich jemals gehört habe. In Seefels ist es öffentlichen Mitarbeitern unter 1,5 Metern Körpergröße verboten, Arbeiten in mehr als 3 Metern Höhe auszuführen. Aha. Ich nehme alles zurück. Das Buch kommt mit. Damit hätten wir ja schon mal das mit dem den Spinnweben gelöst, oder? Eine tolle Truppe. Ich habe nicht jedes der Bücher gelesen. Als ich erst einmal angefangen hatte, haben sich viele Bücher an ihren Text erinnert. Es war, als seien sie aus einem langen Schlaf erwacht. Ich musste nur ein paar Sätze lesen und sie konnten sich wieder daran erinnern, wer sie sind. Der Text kam zurück, tiefschwarz und gestochen scharf, und sie fingen an, aus sich zu zitieren. Alle auf einmal. Es war fantastisch. Hallo, Freunde. Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt. Sehr schön. Wilbur, der Bücherfreund, ist zurückgekehrt. Ein Hoch auf unseren König! Naja, ich habe doch nicht viel getan. Gesunkenen helfen heißt königlich handeln. Euch scheint es ja wieder gut zu gehen. Wir haben so viele Geschichten zu erzählen, so viel Wissen weiterzugeben. Morgen werde ich mit meinen Schülern herkommen. Sie haben ein paar gute Bücher nötig. Und wir brauchen sie. Die Tür zur Bibliothek ist wieder aufgetaucht. Von jetzt an wird hier wieder mehr los sein. Hoffen wir es. Wir wollen doch nicht, dass sich die Bibliothek unser wieder so schämen muss, dass sie sich versteckt. Meinst du, deswegen war sie verschwunden? Philosophiebücher, die keine Gedanken halten können. Wörterbücher, die fast sprachlos sind. Wir waren keine Sammlung, auf die man stolz sein konnte. Du hast vorhin gesagt, ihr braucht die Schüler. Wofür? Du hast es doch selbst erlebt. Bücher, die nicht mehr gelesen werden, verlieren ihre Kraft. Sie verblassen. Sie werden vergessen. Nur solange wir gelesen werden, bleiben unsere Ideen und unser Wissen lebendig. Sind eigentlich alle Bücher hier lebendig? Nein. Auch hier gibt es Bücher, die keine Magie verbreiten können. Einige Bücher bleiben tot, egal wie häufig man in ihnen liest. Ich hatte früher in der Schule ein Mathebuch. Bei dem war das so. Kann ich mir vorstellen. Ich muss weiter. Hab noch viel zu tun. Auf Wiedersehen, Wilbur. Und nimm dir Zeit für ein gutes Buch. Mach ich. Und du? Wer bist du? Dich rief die Geister, werd ich nun nicht los. Ha, ein passendes Buch. Der Zauberlehrling. Sag einmal, wie ist der Zauberlehrling die verhexten Besen im Buch wieder losgeworden? In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. In die Ecke, Besen. Besen, seid's gewesen. Da bin ich ja mal gespannt, ob das auch funktioniert. Dann hätten wir hier alle Aufgaben erledigt. Die Bücher haben viel durchgemacht. Sie haben sich etwas Ruhe verdient. Okay, ohne das Gesetzbuch hätte ich jetzt eher die Idee gehabt,
das Spinnennetz oben mit dem Feuerzauber. Moment, setze Papierhut auf. Ja, was sehen wir bescheuert aus. Egal. Klappt das mit dem Feuerzauber nicht? Nein. Das muss doch gehen. In die Ecke, Besen, Besen sei's gewesen. Hey, ich hab gesagt, in die Ecke. Naja, immerhin ist der Spuk vorbei und die Eingangshalle ist gefegt. Damit kann ich zu Direktor Bloch gehen. Müssen wir doch wieder in die Vitrine stellen. Er scheint wieder normal zu sein. Der magische Ausflug hat keine Spuren hinterlassen. So, dann gehen wir ins Lehrerzimmer. Der Eingang ist gefegt, die Kobolde sind weg, die Bibliothek ist auch da. Wegen der Spinnweben muss ich Ihnen hier was zeigen. Wilbur, was willst du schon wieder? Ich wollte nur sagen, dass ich alle Aufgaben erledigt habe. Du hast... wie nicht anders zu erwarten. Da gibt es noch ein paar andere Dinge. Die anderen Stockwerke müssen noch vom Schutt befreit werden. Und das Dach hat Löcher. Außerdem haben wir ein Problem mit Riesenspinnen im Keller und kümmere dich um das Festessen für morgen. Direktor Bloch? Husch, husch, ich will Feierabend machen. Aber... Okay... Aber ich kann das doch unmöglich bis morgen schaffen. Unmöglich, unmöglich. Ich dachte, für den Herrn Gnom sei nichts unmöglich. Sie und die Ratsvorsitzende werden damit nicht durchkommen. Alle Stockwerke, das Dach, der Keller und das Essen bis morgen früh. Lass dir etwas einfallen, wie du das schaffst. Was sagst du dazu? Das ist unfair! Niemand könnte all diese Aufgaben alleine erledigen. Ich brauche es gar nicht erst zu versuchen. Am besten, ich gehe runter in die Stadt und spreche mit Remy im Gasthaus. Vielleicht weiß er, was zu tun ist. Können wir hier diesen komischen Kram nehmen? Nein. Okay, ich gehe nochmal ins Klassenzimmer, ob es hier nochmal was gibt, womit wir interagieren können. Ich glaube, wir sind jetzt hier tatsächlich durch und haben unsere Aufgaben erledigt. Zumindest können wir jetzt die Schule verlassen. Aber ich will trotzdem... Ich glaube, das bringt auch nichts mehr. Meister Markus hat mir alles gesagt, was ich wissen muss. Kopf hoch, Schüler begeistern, nicht unterkriegen lassen. Ich wünschte nur, ich wäre nicht ganz auf mich allein gestellt. Also wir dürften jetzt hier eigentlich durch sein, wenn ich das richtig verstehe. Man will quasi, dass wir hier versagen. Mich würde schon interessieren, was Direktor Bloch da in der Schublade gesucht hat. Aber ich sollte nicht schnüffeln. Es könnte auch eine Falle sein. Besser, ich berede zuerst mit Remy im Gasthaus, wie wir weiter vorgehen. Okay, da müssen wir jetzt also hin. Gut, dann verlassen wir die Schule und reden mit Remy. Irgendetwas stimmt hier nicht. Direktor Bloch verhält sich seltsam. Seine Aufgaben kann niemand bis morgen schaffen. Dudel, dudel, lüt. Hä? Dumm, de, dudel, lüt. Ja? Das ist nicht korrekt. Was meinst du? Die Aufgaben könnten erfüllt werden. Ja, ja. Von einem tollen, echten Zaubererlehrer. Nein, die meisten Magier schätzen körperliche Arbeit überhaupt nicht. Sie lassen arbeiten. Aber ich habe kein Gold, um eine Armee von Handwerkern zu bezahlen. Magier vertrauen seit Jahrhunderten auf die Hilfe von Golems. Die sind stark, arbeiten ohne Unterbrechung und müssen nicht bezahlt werden. Hm, das klingt interessant. Aber ich glaube, ich werde mich erst einmal mit Remy im Gasthaus beratschlagen.
wir einen Golem erschaffen. Tür verriegeln. Sehr wohl, Direktor Bloch. Okay. Irgendwo und dann, in Aventasien. Wumm, schieße ich mit dem Teppich empor zurück zur fliegenden Insel. Aber da war alles, ich weiß auch nicht, mädchenfiziert. Und dann, plötzlich, hat mir das Vieh eins über den Schädel gegeben. Bist du sicher, dass es sich so zugetragen hat? Ja, oder nein, das mit der Verwandlung war später. Aber ich wurde K.O. geschlagen, oder? Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft, verschwommen. Moment, alles war verschwommen. Und dann habe ich mir gesagt, besuchst du mal deinen alten Freund, den roten Piraten. Du warst mir immer der Liebste. Und dann ändert auch nichts, dass dich unser Freund da drüben in Ketten herbringen musste. Kein Kopfgeldjäger kann mich fangen. Sasi konnte das nicht und der da auch nicht. Du bist hier. Und du warst gut verschnürt, als du ankamst. Ja, es war nur eine augenblickliche Unaufmerksamkeit meinerseits. Seit du mir damals die Mary gestohlen hast, wollte ich dich kriegen. Und der kleine Teufelskerl kriegt dich in ein paar Tagen. Guter Mann! Ich hab die Mary nicht gestohlen und sie hat mich nicht gekriegt. Ich bin gar nicht hier. Du hast so mehr viel schöne Sachen hier als wie vor früher. Meine magischen Artefakte sind meine, wie meine... Kinder? Schätze sind viel wert und mächtig. Und schrecklich. Wo sind die ganzen Wachen hin? Sollte das hier nicht alles bewacht werden? Ach, was ist mit dem Artefakt des Schicksals? Das fehlt mir noch. Und ich will es haben. Ivo und der Erzmagier haben das Artefakt versteckt. Ich weiß nicht, wo es ist. Doch, du weißt es. Denn wenn nicht, dann könnte ich dich ja gleich von der Insel schmeißen lassen. Also schön, ich weiß es. Ich verrat's dir, wenn du mich gehen lässt. Mit 4 Kisten Gold. Ich hätte da einen Gegenvorschlag. Ich lass dich am Leben. Oder, nein, sagen wir, ich gestatte dir einen schnellen Tod, wenn du mir sagst, wo es ist. Wenn das dein bestes Angebot ist, ist es Zeit für eine schnelle Flucht. Ich schlage auch kleine Leute mit Brille. Am liebsten sogar. Also gut. Ach, du hast es nicht alles gewollt. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, ich bin betrunken. Weg. Ja. Hey, ich hab doch gerade gedrückt. Song. Ja. Dafür gibt's übrigens auch einen Erfolg, wenn man jedes Symbol trifft. Nimm das und sehen. Hast du genug? Was ein Spaß! Endlich wieder was los hier! Ich bringe ihn raus und halte seinen Kopf in kaltes Wasser. Vielleicht kann er dann wieder klar denken, innerhalb seiner Möglichkeiten. Das ist eine gute Idee. Wenn wir nüchtern sind, können wir wieder betrunken werden. Lass mich! Ich kann schon rein.
Was machst du denn? Du solltest doch nur so tun, als würdest du trinken. Der rote Pirat sollte einschlafen, wir hätten die Wachen überwältigt, uns die Lampe geschnappt und uns aus dem Staub gemacht. Das war der Plan. Plan, Schmarrn. Ich hab das gebraucht. Und außerdem, hast du dich hier mal umgesehen? Die ganze Insel ist wie ausgestorben. Keine Menschenseele hier. Nur der rote Pirat. Und dem fehlt jeden Tag eine Tasse mehr im Schrank. Und sein Kunstgeschmack lässt auch zu wünschen übrig. Da bist du ja. Komm, wir verschwinden hier. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Auf zu Mary! Au. Ich glaube, wir spielen das Vieh. Oh ja. Okay, gut. Das machen wir dann im nächsten Video. Und ich hoffe, dass dieser Abschnitt nicht so lang ist, denn das war auch eine Passage, die ich im ersten Teil nicht sonderlich mochte, mit dem Vieh zu spielen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu The Book of Unwritten Tales 2 wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rainer.